Die Super Eagles holen die Big Points gegen Argentinien und haben nun die Möglichkeit, mit einem weiteren Sieg das Tor zum Einzug ins Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft mal so sperrangelweit offen zu stellen. Mein Name ist Mr. Walzer. Ich heiße euch herzlich willkommen zur FIFA WM 2002, die Rekonstruktion des Turnieres in Japan und Südkorea auf der Sony PlayStation. WM-Tag Nummer 8. Wir haben wieder drei Spiele für euch zur Auswahl. Das erste davon gerade eben angesprochen, in Kobe stattfindend, das Spiel der Super Eagles gegen Schweden, die unbedingt antworten müssen und punkten müssen natürlich, nachdem deren Auftaktniederlage gegen England, die jedoch in letzter Minute passiert ist, um noch übrig eine gewisse Restchance zu haben auf das Weiterkommen, natürlich auch abhängig vom anderen Spiel der Gruppe. Das zweite Spiel von drei an diesem heutigen Tag findet in Jeonju statt. Die Spanier, die nach einem 0:0 doch schon die ersten Fragezeichen auf dem Kopf haben gegen Slowenien, jetzt mit dem Must-Win-Game auch gegen Paraguay, die hier mit dem Rücken zur Wand stehen nach der 0:2-Niederlage gegen Südafrika im Auftaktspiel. Den größten Druck nicht zu verlieren verspüren jedoch die Argentinier, die das Auftaktspiel gegen Nigeria mit 1:2 verloren haben. Ein qualitativ hochwertiger Kader, viele klasse Spieler in deren Reihen. Und nun geht es zum brisanten Duell gegen England. Das ist das Abendspiel, das findet in Sapporo statt. Gehen wir aber doch erstmal zum anderen Spiel, nach Kobe. Schweden gegen Nigeria. Damit starten wir unseren heutigen WM-Tag. Lars Laderbeck und Tommy Söderberg müssen die Rotsperre von Olof Mellberg kompensieren. Zudem sind noch drei weitere Spieler vorbelastet auf Seiten der Schweden, die in dieses zweite Gruppenspiel mit der Verdammnis zum Sieg reingehen. Bei Nigeria ist lediglich Mubarak Yaro vorbelastet mit einer gelben Karte. Die Super Eagles von rechts nach links. Die Schweden in den gelben Trikots. Viktor Agali, der das Siegtor erzielt hatte gegen die Albiceleste zum Start dieses Turniers. Agali. Und dann noch Viktor Agali, der denke ich auch mal jetzt endlich mit diesem Siegtreffer auch in der Heimat mehr oder weniger anerkannt wird. Der Mann, der unter anderem bei Hansa Rostock gespielt hatte und beim FC Schalke 04 zum Zeit dieser WM. Hat nicht so viele Länderspiele gemacht. 12 Stück, davon 5 Tore. Pokalsieger ist er mit Königsblau geworden. Das unter anderem auch dieser Siegtreffer gegen Argentinien. Womöglich auch so ein Highlight, den man in so einer Karriere haben kann. Die nächste
Möglichkeit Schwedens. Und die erste wirklich die von Ike Shorunmu entschärft worden ist. Ah, Baba Yaro, ja, das Tackling kam. Das nimmt der ballführende Spieler an. Damit ist Baba Yaro für das letzte Gruppenspiel gesperrt gegen England. Sieht hier seine zweite gelbe Karte im Turnier. Und die Schweden haben eine doch ordentliche Position, um diesen Ball gefährlich aufs Tor zu bringen. Vensaris, Zlatan Ibrahimovic. Shorunmu kann ihn sicher zur Seite rausfausten. Svensson nutzt den Ball völlig. 20 Minuten rum von den Super Eagles. Außer der einen Chance von Viktor Agali bisher noch nicht so viel Gefahr versprüht. Lobo, nächstes Foul. Und die nächste gelbe Karte, dieses Mal für Joseph Yobo. Noch ein ganz junger Mann, 21 Jahre alt, verdient sein Geld in der französischen Ligue 1 bei Olympique Marseille. Ja, versuch's mal direkt. Henrik Larsson. Die Erwartungshaltung ist riesig, die Euphorie groß auf Seiten der Schweden. Nach dem Motto, gegen England kann man mal verlieren. Und man befindet sich auch hier immer noch, man muss ja dazu sagen, in der Todesgruppe. Eben mit England, Nigeria und Argentinien. Den ersten Härtetest haben sie durch, den haben sie nicht bestanden. Aufpassen, das wird eine gelb-rote Karte werden für Baba Yaro. Er wäre ohnehin gegen England gesperrt gewesen. Also tut das nicht großartig an der Situation was ändern für die Super Eagles. Außer, dass man jetzt für den Rest des Spiels eine gute Stunde in Unterzahl spielt. Kopfball ist gut und die Führung für Schweden. Zlatan Ibrahimovic! Der Ball kam wunderbar reingeflankt von Henrik Larsson. Und der Kopfball an zwei Verteidigern durch. Wunderschön, wie er da in der Luft steht, der junge Schwede Zlatan Ibrahimovic. Und sein zweites Tor bei dieser Weltmeisterschaft. Svensson, Ibrahimovic, Grätsche geht ins Leere. Okpara, war wohl der Ball gespielt. Es kommen keine Proteste seitens der Fans, seitens der Trainer. Damit ist man wohl einverstanden. Gefährliches, aber sauberes Tackling des nigerianischen Verteidigers. Dagali, Sunday Olise. Den muss Okocha zurück. Den muss er wieder entschärfen. Den Rücken zum Tor und keine weitere Anspielstation gehabt auf den Flügeln. 45. Minute ist jetzt rum. Fahrer, jetzt sieht er die gelbe Karte. Henrik Larsson mit dem nächsten Standard.
für Schweden, der allerdings alles andere als ein Geniestreich. Agali, ja, mit Entschlossenheit, Viktor Agali, Magnus Heldmann faustet ihn raus, auf Kosten einer Ecke, und da ist der Ball im Tor, Joseph Yobo, Nigeria gleicht vor der Halbzeitpause aus. Magnus Heldmann war noch dran, allerdings viel zu spät dran, beziehungsweise konnte den nicht entscheidend entschärfen. Und quasi mit dem letzten Kick dieser Halbzeit holt sich Nigeria das Momentum auf ihre Seite, trotz Unterzahl. Hier den Ausgleich noch vor dem Halbzeitpfiff zu erzielen, das ist enorm wichtig für die Truppe um Festes. Und Nick Binde, der Trainer, der Head Coach Nigerias, der diese Mannschaft auch schon in den 80er Jahren trainiert hatte. Unter anderem zur Afrikameisterschaft. Und im Finale 1984 verlor man da gegen Kamerun mit 1:3. Das ist so die Vita des Trainers. Wollen wir mal gucken, ob das Momentum Nigeria mitnehmen kann, ausnutzen kann. Die zweiten 45 Minuten stehen vor der Tür. Und da haben wir die Spieler auch schon herausgezogen, gespawnt gesehen am Spielertunnel. Hier in Game findet dieses Game in Saitama statt. Das Spiel wirklich in Wirklichkeit in Kobe stattfindend. Dass die Schweden damals 2:1 gewinnen konnten. Nigeria ist damals als Gruppenletzter ausgeschieden. Bei der WM 2002. Ihnen wurden die wenigsten Chancen in dieser Todesgruppe auf ein Weiterkommen eingeräumt. Zlatan Ibrahimovic. Die Schweden fangen erst einmal an und testen den 34 Jahre alten Schlussmann vom FC Luzern. Zwei Männer gehen da mit der Grätsche hin und der Anderson fliegt direkt. Die Entscheidung ist fragwürdig. Ihn direkt vom Platz zu stellen. Egal, 10 gegen 10. Haben wir wieder ein ausgeglichenes Spiel. Zumindest von den Spieleranzahlen her. Aber diese rote Karte, die wird doch mit so einigen anderen Entscheidungen über Platzverweise bisher bei dieser Weltmeisterschaft höchst diskutiert werden. Nicht nur in den Mündern der Fans, sondern auch im Schiedsrichtergremium selbst. Agali, den zieht er direkt. Heldmann lässt den prallen, hat keinen wirklichen Grip auf den Fußball. Die Super Eagles bleiben gefährlich. Es gibt Eckball. Sunday Olise direkt auf den Fuß von Ifekagua. Yobo. Und noch eine Ecke. Die dritte nacheinander für Nigeria. Stunde ist gespielt. Dritter Mann kommt im Strafraum mit hinzu. Dieser ging ganz woanders hin. Ist Magnus Heldmann, sieht nicht gut aus, und Viktor Agali trifft den Außenpfosten.
Agali. Kann der Grätsche ausweichen. Henrik Larsson jetzt da auf der Position Anderssons. Hilft hinten in der Verteidigung aus. Es ist zwar ein Punktstand jetzt für Schweden, aber dieser ist ein bisschen zu wenig. Ljungberg lässt den Frust mal freien Lauf, schießt erstmal den Verteidiger, wenn auch unbeabsichtigt, den Ball ins Gesicht. Ibrahimovic, ja, das ist ein klares Foul, das hat der Schiedsrichter auch so auf den Schirm. Gelb gegen Ife Jaguar. Emeka Ife Jaguar von VfL Wolfsburg. Oh, gute Chance, aber eine gleichwertig gute Reaktion des Torwarts. Beste Möglichkeit her für die Schweden. Svensson. Okocha macht es dem Henrik Larsson gleich. Und jetzt geht es ab nach vorne für einen kurzen Moment, um sich dann hinten in der Defensive wieder einzuordnen. Mjelby, da sieht er ebenfalls keine gelbe Karte. Okay, so wie der Schiedsrichter bisher die Auslegung der Fouls bewertet, wäre das meines Erachtens auch eine gelbe Karte gewesen. Aber nun gut, ich bin nicht der Eumel, der da unten auf dem Platz steht und die Spiele so bewerten muss. Und die... Achtung! Aber der zweite Ball sitzt! Svensson! Verlädt Chorumo, setzt den Ball an den Querbalken und dann macht er es doch anders, Svensson! Den haut er optimistisch ins Tor. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin nicht der Eumel, der das unten auf dem Feld steht und da das Ganze entscheiden darf, sondern bin nur der Trottel, der hier oben in seinem Kommentatorstübchen sitzt und das Ganze mehr oder weniger bewerten muss. Edman, kein Foul. Alexandersson, den spielt er mitten in den Fuß von Kanu. Olise mit der Ball oben ran. Kann ihn behaupten. Mild. Strafraumbesetzung nicht existent bei den Schweden. Es geht vielleicht jetzt auch mehr darum, die Zeit runterlaufen zu lassen. 90 Minuten sind rum, die Nachspielzeit läuft. Lundberg, Zlatan Ibrahimovic über rechts, Anders Svensson wird von zwei in die Mangel genommen. Und es gibt zum Schlusspunkt nochmal einen Elfmeter und den nächsten Platzverweis. Ife Jaguar. Der Wolfsburger fliegt. Und die Schweden mit der Möglichkeit nochmal zu erhöhen. Henrik Larsson. Trocken in die Mitte. 3:1. Damit ist das Spiel durch. Wobei mag das jetzt heute Abend interessant werden zum Spiel Argentiniens gegen England. Am Ende waren die Schweden die kaltschnäuzigere Mannschaft. Sie gewinnen hier 3 wichtige Punkte und halten ihre Chance auf das Achtelfinale noch am Leben. Natürlich diskutabel der Platzverweis gegen Anderssons. Im Endeffekt hat das den Schweden eigentlich nicht wirklich viel außer Ruhe gebracht. Sie sind weiter bei ihrem Gameplan geblieben und mit ein bisschen Glück, was natürlich auch dazu gehört, haben sie dann hier
den Sieg auf ihre Weichen gestellt. Und zudem am Ende nochmal dank eines noch geschenkten Elfmeters auf ein 3:1 erhöht, was durchaus vom Vorteil sein kann, wenn man es auf die Tordifferenz rechnet. Aber dazu müssen wir das Spiel heute Abend zwischen Argentinien und England abwarten. Wir machen eine kurze Pause und dann gehen wir rüber nach Jeonju zum Spiel zwischen Spanien und Paraguay. That's it. The referee blows his whistle. It's all over. The England players fall to their knees. The World Cup belongs to Germany. Play the only official game of the 2002 FIFA World Cup. All the teams, players and stadia. Win for England. EA Sports. It's in the game. Beide Mannschaften können aus den Vollen schöpfen. Keine Verletzten, keine Rotsperren, die ausgesprochen worden sind. Weder auf Seiten Paraguays noch auf Seiten Spaniens. Die Furia Roja, ihrem Spitznamen getreu, ganz in Rot. Von links nach rechts spielend in den ersten 45 Minuten. Paraguay in Gold. Das vermag eine interessante Partie zu werden. Einerseits hat Spanien einiges wieder gut zu machen nach diesem enttäuschenden 0:0 gegen Slowenien. Und auf Seiten Paraguays herrscht da ein wenig Druck auf der Truppe von Cesare Maldini nach der Niederlage gegen Südafrika. Trotz alledem ein paar Veränderungen auf Seiten Spaniens. Ival Elguera mit einem Solo. Hat er mal die Chance. Chance Nummer 2. Diego Tristan. Chance Nummer 3. Dreifachchance für die Spanier zum Start. Mal kurz durchatmen. Auf Seiten der Südamerikaner. Cardoso. Jetzt haben wir mit der ersten Chance für Paraguay. Daraus resultiert direkt einmal eine Ecke. Für die Alvarenga bringt rein. Ein wenig zu kurz. Zweiter Ball auch schnell entschärft. Raul über die linke Seite geht Luis Enrique raus. Er kommt zu Diego Tristan. Schusswinkel ein wenig undankbar für den Stürmer, deswegen kein Problem für den Torwart, für José Chiaver. José Luis Chiaver. 36 Jahre alt. Vom RC Straßburg. Quintana. Cardoso, Sergi macht das klug, geht nicht stümperhaft in den Zweikampf mit einer Grätsche, um somit einen Elfmeter zu forcieren, sondern macht das zwar mit Körpereinsatz, aber alles im Rahmen des Erlaubten. Jetzt währenddessen mal ein Freistoß für Paraguay. Arce, der geht zu Roque Santa Cruz, herausgeköpft. Wieder geht es über Arce, der den Ball dann selbst kläglich vertändelt. Raul, der Starspieler von Real Madrid. Chiaver klärt zur Ecke.
Der erste Eckstoß des Europameisters von 1964. Halbe Stunde gespielt. Eine ausgeglichene Partie. Mendieta! Den kriegt er doch eher überraschend vor die Füße gelegt. Macht das Beste wirklich draus. Tristan. Boah! Tristan erzielt das 1:0, aber das wird zurückgepfiffen. Arce sieht gelb. Tristan. Boah, wäre ich jetzt die spanische Mannschaft, ich würde mich fürchterlich aufregen. Das war das sichere 1:0. Schiaver war geschlagen, stattdessen gibt es Freistoß für Spanien. Und Arce, ich glaube, über keine gelbe Karte war er jemals glücklicher. Natürlich muss er jetzt auch aufpassen, wie er dann in die nächsten Zweikämpfe geht. Darum sage ich's. Gibt es 11 Meter für Spanien und jetzt die Möglichkeit, die Führung auch offiziell auf die Anzeigetafel zu bringen. Raúl gegen Schiaver, 1:0. Ohne Probleme, Raúl González Blanco von Real Madrid. Schiaver verladen. Und somit die Führung, jetzt auch offiziell die Führung Spaniens. Wobei das ja immer noch eine Diskussion würdig ist. Xavi mit dem Ballverlust gegen Quintana. Santa Cruz gegen Puyol. Nachspielzeit läuft. Mal schauen, wie lange sie noch gespielt wird hier in Jeonju. Santa Cruz nicht im Abseits. Gibt nochmal einen Eckball für Paraguay. Es gibt noch einmal Eckball für Paraguay. Paredes in den Fuß von Carles Puyol und damit ist Pause. Spanien führt, verdient mit 1:0. Nach 45 Minuten gegen Paraguay. Raúl per Elfmeter. Obwohl eine Situation einige Minuten zuvor ganz großartig diskutiert werden wird. Auch vom Schiedsrichtergremium der FIFA. Denn Diego Tristan erzielt faktisch den Führungstreffer Spaniens. Das wird aber wegen eines vorangegangenen Fouls an Raúl, glaube ich, war das sogar, zurückgepfiffen. Arce sieht gelb. Wäre der Ball nicht im Tor untergebracht, dann wäre das Geschrei jetzt nicht so groß. Sei es drum, Spanien führt. Sollen sie auf jeden Fall so weitermachen in den zweiten 45 Minuten, wie sie es bisher angehen. Denn das bringt sie auf die Straße des Erfolges, Stand jetzt. Und somit um 3 weitere Punkte mehr auf das Konto, die wichtig sein werden, um die Runde der letzten 16 zu erreichen. Stand jetzt hätte Paraguay extrem wenig bis gar keine Chancen mehr, diese zu erreichen. Luis Enrique. Strafraumbesetzung nur von Diego Tristan. Mendieta und dann stand eben jener Diego Tristan im Abseits. Der Mann verdient bei Deportivo La Coruña sein Geld.
Luis Enrique. Versucht's. Raúl löst es elegant. Tristan wieder aus dem Abseits kommend. Wird vom Schiedsrichter gespannt zurückgepfiffen. Über die linke Seite kommen, Flanke zu kurz, kein Problem für Carlos Gamarra. Den Ball zu entschärfen, Cardoso. Hat er Glück, dass Miguel Nadal da so ein bisschen die Nerven durchgeht, ein bisschen panisch wird. Und den Ball schnell wieder verliert. Trotz alledem, die Spanier jetzt in 1 gegen 1. Raúl gegen Chiavera, Raúl zum Zweiten. Und zum zweiten Mal ist er erfolgreich. Spanien baut die Führung aus. 2:0. Und wieder ist es der kreative Kopf der Königlichen. Aktion für Schiavea. Entweder hat er den oder hat er nicht. Diesmal hat er nicht. Und die erste gelbe Karte auf Seiten Spaniens in diesem Spiel. Ivan Elguera. Und dieser auf sich. Luis Enrique über links, Raúl, Flanke kommt wieder kurz an die Strafraumgrenze. Ja, das antizipiert Gamarra, da steht der Gold richtig. Die Flanke nicht mit genug Zunder und das ist ein dankbarer Ball. Denke ich mal, sollte eigentlich für Raúl bedient werden. Auch sehr optimistisch geschlagen in Richtung Luis Chiavea. Roque Santa Cruz bleibt im Ballbesitz, macht nochmal über Arce scharf. Jol unterbindet. Miguel Nadal. Pfiffe sind in Ordnung von Seiten der Fans. Wie gesagt, das Refereeing bei dieser WM bisher ist mal so, mal so. Regelauslage wie ein kaputter Kompass. So, das müsste jetzt eigentlich ein Freistoß sein. Auch hier bleibt die Pfeife stumm. Hat er Wasser da drin? Der Unparteiische ist er in der Halbzeitpause noch mal kurz unter die Dusche gesprungen. Oder hat er die Pfeife irgendwo liegen lassen? Gut, er hat schon ein paar Situationen geahndet. Okay, das pfeift da. Gibt einen Freistoß für Spanien. Die hier doch gegen Ende des Spiels komfortabel diese Führung verwalten können, herunterspielen können.
mit großer Wahrscheinlichkeit wird neben Saudi-Arabien Paraguay die nächste Mannschaft sein, die hier vorzeitig die Heimreise antreten darf. Ivan Elguera, Tristan, diesmal kommt er rechtzeitig aus dem Abseits. Der Ball kam vom Gegner geschenkt. Und schon wieder Raul Tristan. Nochmal wilde Szenen in der Schlussphase vom paraguayischen 16er. Der Schiedsrichter pfeift pünktlich eigentlich ab. Ein bisschen nachgespielt haben wir. Spanien gewinnt mit 2:0 gegen Paraguay. Bringt sich in eine prima Position für das letzte Gruppenspiel. Paraguay scheidet aus. Nach 2 Gruppenspieltagen und 2 Niederlagen haben sie nicht mehr unbedingt die größten Chancen. Dadurch müssen Südafrika und Slowenien morgen eigentlich nur noch unentschieden spielen. Dann ist Paraguay safe, nicht mehr dabei. Ein Spiel haben wir noch an diesem heutigen WM-Tag. Es ist eben die angesprochene brisante Begegnung zwischen Argentinien und England. Da gibt es nicht nur im Politischen eine gewisse Vorgeschichte zwischen diesen beiden Nationen, einige Reibereien, die es da gab, sondern auch im Sportlichen. England hat seit 1966 nicht mehr bei einer Weltmeisterschaft gegen Argentinien gewonnen. Damals in Sapporo David Beckham per Elfmeter zum 1:0 Endstand. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier in dieser Rekonstruktion ausgeht. Eine kurze Pause, dann sind wir mit euch in Sapporo zum Spiel zwischen Argentinien und England. Das am meisten erwartete Spiel dieser Weltmeisterschaft. Argentinien gegen England. Die Albiceleste unter gehörigem Druck. Die Mannschaft um Marcelo Bielsa, die das Auftaktspiel gegen Nigeria verloren haben, sind zum Siegen verdammt in diesem Spiel. Argentinier in ihren klassischen blau-weißen Trikots von links nach rechts. England in Rot. Ein Sieg für die Three Lions. Dann können sie safe für das Achtelfinale planen. Gerade auch mit dem Hinblick des Spiels zwischen Schweden und Nigeria. Hier erfreuliche Nachricht, keiner ist wegen einer Rotsperre gesperrt. Durchaus haben wir einige vorbelastete Spieler. Ashley Cole begrüßt Hernan Crespo auf die feine englische Art. Der Schiedsrichter ist mit dem Ganzen mehr als einverstanden. Diego Simeone gegen Steve McManaman, der das Tor des Turniers erzielt hat gegen Schweden. Diesen Wahnsinns-Solo, den er in der 90. Minute da ausgepackt hat zum 2:1 Siegtreffer gegenüber die Schweden. Es wird schwer, das zu toppen.
Simeone. Er hat ja eine gewisse Geschichte mit einem Spieler Englands, David Beckham. Hatte der junge Spieler von Manchester United sich einmal nicht im Griff gehabt damals, im Achtelfinale 98. Flog vom Platz. Argentinien später im Elfmeterschießen erfolgreich. Und seit der Aktion war David Beckham so ein bisschen der persona non grata in England, in Englands Fußball. Das Vertrauen ist einigermaßen wiederhergestellt. War es doch schlussendlich David Beckham. Warten wir mal die Chance ab. Michael Owen. 1:0. Wenn ich mich nicht irre, kam diese Vorlage. Nee, sie kam nicht von Beckham, sie kam mehr von Paul Scholes. Michael Owen lässt den Keeper German Burgos in die andere Richtung versenken. War es David Beckham, der die Three Lions erst zur Weltmeisterschaft gebracht hat mit seinem Freistoß gegen Griechenland in der Qualifikation? Wo die deutsche Mannschaft unter anderem dann nachsitzen musste über die Playoffs gegen die Ukraine. Leitet er hier mit seinem getretenen Eckball Englands Führung ein. Heskey. Berizzo spitzelt dort den Ball vom Fuß des Stürmers. Emil Heskey beim FC Liverpool angestellt. Haben wir Beckham. Heskey. Gegen Berizzo. War es Berizzo? Nee, es war Walter Samuel. Alles einsteigen. Bleibt aber ungeahnt. Fernand gegen Surin. Das gibt Einwurf. Für den Weltmeister von 1966. Die hier deutlich das Zepter übernommen haben. Bisher noch keine gefährliche Aktion in die Nähe des englischen Strafraumes. David Seaman hat da bisher noch einen recht ruhigen Tag. Besser gesagt einen ruhigen Abend hier in Sapporo, beziehungsweise in dieser Rekonstruktion spielen wir im Finalstadion in Yokohama. Wo am 30.06. die Engländer gerne wieder hin möchten, wenn es dann um den großen goldenen Pokal geht. Das heißt groß, 35 cm hoch, 5,5 Kilo schwer, Materialwert für mich jetzt aus dem Kopf unschätzbar. Ein Freistoß, eine Standardsituation für Argentinien, Juan Sebastian Verón. Vielleicht hier mal rüber gefährlich. Der erste Ball landet an den Pfosten, der zweite in den Fuß von David Beckham. Der den Weg nach Madrid antreten wird. Nach dieser Weltmeisterschaft. Es sollte noch ein Jahr vergehen, bis David Beckham dann zu Real Madrid wechselt. Wenn ihr das Klicken im Hintergrund gerade gehört habt, haben wir nochmal die Faktenlage kurz gegengecheckt. Und da sagt mein kleiner VAR, da lagst du mal ein wenig daneben. Aber womit wir nicht daneben liegen, ist momentan der Spielstand. England führt mit 1:0 und das deutlich verdient. Mehr als verdient. Muss man auf jeden Fall dazu sagen, Argentinien nicht ansatzweise gefährlich. Kein einziger Schuss auf den Kasten David Seamans.
Also, nun, von Bielsas Mannschaft muss eine ganze Menge mehr kommen. England spielt das hier gut runter, die ersten 45 Minuten. Ich bin mal gespannt auf die zweiten. Aufwärmübungen, das muss auf jeden Fall sein. Hier an diesem schönen Sommerabend in Japan. England mit dieser Führung im Rücken und dieser dominanten ersten Halbzeit lassen hier auch, so hat sich das Gefühl, zum Start dieses zweiten Durchgangs nichts anbrennen. Heskey, Emil Heskey, Burgos und Walter Samuel, bevor Heskey den zweiten Ball los wird, ist der Interverteidiger da. Heskey. McLaughlin. Wieder zu Emil Heskey, der den Ball allerdings leichtfertig vertändelt. Da auch schon ein bisschen der Frust, der da bei Hernan Crespo sitzt. Dafür sieht er zu Recht gelb. Der Freistoß ausgeführt von Paul Scholes. Michael Owen, das ist ein Foul im Strafraum von Berizzo. Es war noch außerhalb, okay. Es war noch außerhalb. Glück für Argentinien. Aber das ist eine gute Position für einen Mann wie Paul Scholes von Manchester United. Der bringt ihn hoch rein in die Arme von German Burgos. Der ist nämlich da. Für Ferdinand. Das bleibt ungeahndet. Ui, ja, so langsam kommt der Frust raus bei den Argentinern. Vivas sieht gelb. Eine sehr zentrale Position. Allerdings für einen direkten Freistoß eine zu große Distanz. Vivas muss aufpassen. Der hat gerade eben vor noch nicht mal 30 Sekunden die gelbe Karte gesehen. Verón mal über ihn vielleicht. Er ist ein hochprofilierter Spieler mit ganz großen Anlagen. Steve McManaman, wie war es mit dem Fuß zwischen? Claudio Lopez. 20 Minuten sind noch zu spielen und von den Argentiniern kommt offensiv nichts. Auch nach Standardsituationen, die ein oder andere diese gerade hatten, bisher nichts Gefährliches bei rumgekommen. David Beckham sieht gelb. Vielleicht jetzt mal sei sie auch eine größere Distanz für Verón. Viertelstunde
Hat Argentinien noch, um hier das drohende Aus bei dieser Weltmeisterschaft abzuwenden. Gary Neville. Und Simeone. Ah, zu kurz gespielt. Heskey zieht beide Innenverteidiger auf sich. Heskey! Burgos! Kein Problem für den Athleti-Schlussmann. Ist rechtzeitig unten. Und Heskey spielt nicht auf den Elfmeter. Spekuliert nicht. Der Mann vom FC Liverpool. Lopez. Das ist exzellente Verteidigung da von den Engländern, wie sie dann zu zweit zu Grit da auf den Ballführenden grätschen und ihn dann auch vom Ball trennen. Das ist schon à la Bonheur. Diego Simeone, Hernan Crespo. Unentschieden. Ein Punkt. Argentinien hätte noch eine Chance auf das Weiterkommen. Dazu müssen sie allerdings gefährlich vors Tor kommen vor David Seaman, was bisher denen in den 90 Minuten nicht gelungen ist. Und die Nachspielzeit ist mittlerweile angebrochen. So viel wird es nicht geben, da kaum Unterbrechungen wirklich vorlagen. McManaman über die linke Seite geht da raus. Flanke nochmal in den 16er. Hier stecken bleibt Cavezzanetti. Der Ball muss schnell nach vorne. Simeone, Crespo. Hernan Crespo. Ball kommt. Claudio Lopez, Gary Neville entschärft die Situation. Und wir haben die Sensation perfekt. Argentinien scheidet in der Vorrunde aus. Nach dem 1:2 gegen Nigeria ist der Mannschaft um Marcelo Bielsa mal so gar nichts gelungen gegen die Three Lions. Das eine Tor für Michael Owen hat gereicht. Und somit stehen die Three Lions im Achtelfinale bei dieser Weltmeisterschaft. Gratulation an die Three Lions und an den Coach Sven-Göran Eriksson, Marcelo Bielsa und die Albiceleste. Die müssen sich einiges anhören in der Heimat. Das war mal gar nichts für den zweimaligen Weltmeister. Und somit dürfen sie dann auch nach dem letzten Gruppenspiel, was gegen Schweden stattfinden wird, die Heimreise antreten. Wer nicht vorhat, die Heimreise anzutreten, das ist Bafana Bafana. Sie schwimmen auf Wolke 7 nach dem 2:0 Auftaktsieg. Gegen Paraguay geht es. Gegen Slowenien mit einem Sieg sind sie im Achtelfinale. Das ist, Faktlage liegt so, wie es ist. Dann vielleicht das Spiel des Tages in der Gruppe G. Italien trifft auf Kroatien und im Abendspiel trifft Brasilien auf die Volksrepublik China. Das war der 8. WM-Tag, liebe Fußballfreunde. Die Weltmeisterschaft ist in vollem Gange. Die ersten Entscheidungen und auch die ersten Achtelfinalteilnehmer haben wir jetzt endlich ermittelt. England wird mit großer Sicherheit ein Spiel mehr absolvieren bei dieser Weltmeisterschaft. Für Argentinien und für Paraguay werden natürlich neben Saudi-Arabien die Spiele, das Turnier nach der Gruppenphase schon beendet sein. Mein Name ist Mr. Wildstar. Ich sag tschüss. See you around like a donut. Und wir sehen uns morgen wieder zur FIFA WM 2002.